Wiedergänger. Wiedergänger ist die Bezeichnung für einen erdgebundenen Geist, der sich immer wieder bemerkbar macht. Als Wiedergänger werden unerlöste Seelen bezeichnet, die immer wieder erscheinen, zum Beispiel auf Friedhöfen, an Wegkreuzungen oder auch am Ort ihres Todes. Als Wiedergänger sieht man insbesondere Menschen, die verunglückt sind, Opfer oder auch Täter ungesühnter Verbrechen sind oder auch Selbstmörder. Gerade im Voodoo-Kult spielen Wiedergänger eine besondere Rolle. Wiedergänger werden manchmal auch als Gespenster bezeichnet. Im Hinduismus würde man diese als Pretas bezeichnen. Wenn du das Gefühl hast, dass irgendwo ein Wiedergänger ist, der auch bestimmte Erscheinungen verursacht oder auch eine bestimmte Wirkung auf dich oder andere hat, dann wäre es gut, diesem erdgebundenen Geist Licht zu schicken. Durch Licht und durch Liebe, durch Mantras oder auch Lichtrituale wie Arati, durch die Rezitation des Om Trayambakam, gibst du diesem Wiedergänger Kraft und Energie, dass er in die nächste Ebene, in die höhere Ebene hingehen kann. Du brauchst keine Angst vor Wiedergängern zu haben. Die Wiedergänger sind typischerweise nicht böse, sondern sie sind eben nicht erlöst. Sie brauchen deine Hilfe und sie sind dankbar für die Hilfe. Daher keine Angst vor Wiedergängern, schicke ihnen Licht, schicke ihnen Om Trayambakam. Oder wenn du dich dafür nicht in der Lage siehst, dann wende dich ab von der Beschäftigung mit erdgebundenen Geistern und Wiedergängern. Vielmehr denke an ein Göttliches, denke an deinen Meister, wiederhole ein Mantra, sprich ein Gebet. Wenn dein Geist mit etwas Höherem verbunden ist, dann kannst du dich auch lösen von der Verbindung mit diesen erdgebundenen Geistern, Wiedergängern. Und zwar unabhängig davon, ob dieser erdgebundene Geist, den du gerade wahrnimmst, tatsächlich existiert oder nur in deiner Einbildung ist.